Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hofmann. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Müller von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Naas, als ich ein kleiner Junge war, da gab es vieles von. Ja, als ich ein kleiner Junge war, man glaubt es kaum, habe ich viel gelesen. Und vieles von dem, was ich gelesen habe, unter anderem war Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Und da gab es dieses berühmte Lied. Und das muss ich an dieser Stelle, Herr Kollege Wagner, Sie wissen, wenn Sie sagen, nicht singen, dann tue ich es möglicherweise erst recht. Aber ich will es nur vorlesen. Ich muss nur vorlesen. Zweimal zwei macht vier, witte, witte, witt, und drei macht neune. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf. Und so, exakt so, auf diesem kleinen Text beruht Ihre Rede des heutigen Tages. Sie machen sich die Welt, wie sie sein soll. Und wissen Sie, wir leben in Deutschland, und das hat für uns alle, für die Menschen, die hier leben, unfassbare Vorteile. Wir haben Freiheit, wir haben auch Wohlstand, wir haben all das, was das Leben so schön macht. Wir haben aber auch Vorteile, die manchmal für manchen Liberalen nachteilig sein können. Wir haben nämlich völlig freie, unabhängige Rechtsprechung, die eben auch Freiheit beschränkt. Und das müssen wir in diesem freien Land eben hinnehmen, dass Rechtsprechung dafür sorgt, dass Freiheit auch Grenzen hat, eben Leitplanken. Und da können wir diskutieren, wie wir wollen. Das können wir ändern. Kein Thema. Wir werden das und wollen das jedenfalls nicht ändern. Und eine dieser Grundsätze ist, ihr dürft eben nicht alles machen, was ihr wollt und was ihr euch vorstellen könnt. Manches muss man eben an der Verfassung orientieren. Und ganz grundsätzlich, ich will das auch einmal für die Union hier sagen, für uns ist der Sonntag schützenswert. Er ist wichtig. Er ist bedeutsam für die Menschen, für die Kirchen und damit eben auch für unsere Politik. Aber für uns gilt auch, 4 Tage im Jahr möchten wir den Städten und Gemeinden die Möglichkeit geben, gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern aus Anlass eines Ereignisses, den die Gemeinden bestimmen können, sei es nun der jahrhundertealte Markt, sei es das Kartoffelfest oder sonst irgendwas, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam Leben in die Stadt zu bringen und bürgerliche Gemeinsamkeit zu üben. Das ist das Entscheidende des Sonntags, den man öffnet. Und, lieber Herr Kollege Dr. Naas, Sie sagen ja immer, die Verfassung sage das nicht. Also wissen Sie, wir haben, vielleicht hätten Sie bei der Anhörung einfach dabei sein müssen. Nicht, was Sie gelesen haben. Sie hätten es zuhören müssen. Sie hätten zuhören müssen, was die Gutachter im Einzelnen gesagt haben. Es gibt ein schriftliches Gutachten, und es gibt ja dann die Antworten in der Befragung. Dafür ist die Anhörung da. Und da sagt Ihr so nett zitierte Herr Prof. Dietler, der war überhaupt der Star an diesem Abend, weil er ganz viele Dinge dann gesagt hat, die unserem Gesetzentwurf jetzt entsprechen. Das muss man an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Er hat unter anderem gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, sagte Herr Dietlein, die Einkaufsinteressen dürfen nicht der tragende Grund für Sonntagsöffnung sein. Damit ist Ihr Gesetzentwurf in der Tonne, schlicht und einfach. Ihr Gesetzentwurf sieht als tragenden Grund eben nur die Öffnung. Und das darf nicht sein. Ob man es nun Anlass oder einen anderen Grund nennt, entscheidend ist die Verknüpfung von Grund, also Ereignis vor Ort, mit der Ladenöffnung. Und das wollen wir, und diese Verknüpfung wollen wir für die Menschen, eben für die Kommunen, an dieser Stelle vereinfachen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann hat der Gutachter, haben die Gutachter gesagt, es gibt in dem Gesetzentwurf ein paar Probleme. Das ist die Prognosebetrachtung, das ist die Prognosebegründung, das ist die Frage, gibt es die Möglichkeit, aus der Regel auch eine Ausnahme abzuleiten, etc.
Und ich finde, es gehört sich so, und Herr Decker, Sie haben es dankenswerterweise auch so in Ihrer Rede formuliert, man muss den Gutachtern schon einmal zuhören. Und wenn es etwas Nachdenkenswertes ist, was man verbessern kann, und da bin ich dem Staatsminister Klose ausgesprochen dankbar, dass wir so einen konstruktiven Diskurs dann hatten, dann kann man auch nachdenken, das Gesetz nachzuschärfen und anzupassen. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Wir haben die Prognosebetrachtung etwas entschärft, allerdings nicht überflüssig gemacht. Wir haben die Situation des Anlasses zur Regelausnahme deutlicher hervorgehoben. Und wir haben eine Möglichkeit eröffnet, zu sagen, wenn die Städte etwas Neues finden, was den gesetzgeberischen, aber auch den Rechtsprechungserfordernissen genügt, dann sollen sie die Möglichkeit haben, dies zu tun. Und das alles ist genau das, was Städte, Gemeinden und Gutachter von uns erwartet haben. Nichts anderes ergibt sich aus der Anhörung. Und alles andere ist Fantasterei. Mehr wurde nicht gefordert. Und zu Ihrem Gesetzentwurf, Herr Dr. Naas. Ich habe den Gutachter ja einmal gefragt, wie ist das denn, wenn ich nur einen anlassfreien Bezug nehme und ich sage, dann öffnen wir. Und dann sagte er wörtlich auf die Frage, ob es eine Mammutaufgabe für die Kommunen sei in der Begründung. Ja, Sie haben recht, und ich lese wörtlich vor, ist das mit der Umsetzung abstrakter Kriterien nicht eine Mammutaufgabe? Ich sage ja, da haben Sie völlig recht, das ist eine Mammutaufgabe. Hier müsste man im Grunde überlegen, da beginnt sozusagen die kreative Aufgabe, wie man den Gemeinden hier Erleichterung verschaffen kann. Auch ich habe keine Lösung, wie man das abschließend machen kann. Was mehr wollen Sie eigentlich an Rechtsunsicherheit, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf hier vorschlagen? Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht auch nicht darum zu sagen, alles ist wunderbar. Wir wissen, dass Rechtsprechung auch manchmal Probleme, sagen wir mal so, deutlicher hervorruft, als uns das manchmal lieb ist. Aber das ist eben das Markenzeichen unserer Republik, dass Richterinnen und Richter ihre Unabhängigkeit eben durch Rechtsprechung zum Ausdruck bringen und uns dann sagen, wo unsere gesetzgeberischen Freiheiten an dieser Stelle möglicherweise, auch wenn es uns vielleicht innerlich manchmal nicht gefällt, enden. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, zu den Kommunen. Die Kommunen sagen Ihnen auch ganz klar, es geht uns nicht um die Ladenöffnung, es geht uns um die Belebung der Innenstadt. Und das ist das Entscheidende. Es ist nicht die Ladenöffnung, die das Zentrum des Gedankens ist, sondern es ist die Belebung des bürgerlichen Engagements, des bürgerschaftlichen Miteinanders und des bürgerschaftlichen Füreinanders. Und da ist die Ladenöffnung ein Element von mehreren. Und das muss man an dieser Stelle doch deutlich betonen. Sie beziehen es ausschließlich mit Ihrem Antrag von der FDP auf die Ladenöffnung. Und das ist der verkürzte Ansatz, und das ist auch in unserer Auffassung der falsche Ansatz. Von daher empfehle ich nur, die Stellungnahme aus der Anhörung des Ausschusses zu lesen, schlicht und einfach die Antworten der Gutachter zu lesen und auch die Antworten der Städte und Gemeinden. Sie tun ja so, als wenn die Städte und Gemeinden sagen, wir wollen das ohne Anlassbezug haben. Mitnichten. Die Städte und Gemeinden sagen nur, wir wollen Rechtssicherheit bei den vier Veranstaltungen. Das akzeptieren wir, dass es nur vier sind. Bei den vier Veranstaltungen wollen wir Rechtssicherheit haben. Und das wollen wir auch. Danke, Fraktionsvorsitzender. Das wollen wir auch. Wir wollen Rechtssicherheit so weit als möglich. Und wir glauben fest daran, dass der Gesetzentwurf, wie er jetzt vorgelegt worden ist, eben genau das abbildet. Zu dem Gesetzentwurf der LINKEN möchte ich nicht allzu viel sagen. Herr Schaus, dass Sie Schwierigkeiten mit bürgerschaftlichem Engagement und bürgerschaftlichem Verständnis von Städten haben, das vermag ich politiktheoretisch vermag ich das vollständig zu verstehen. Ich weiß nur eins, die Lebenswirklichkeit, die Sie hier beschreiben, die gibt es in unserem Hessenland nicht. Die Lebenswirklichkeit ist anders. Und wenn Sie von 200.000 Menschen sprechen, die dort beschäftigt sind,
Wenn Sie von 240.000 Menschen beschäftigen, dann sind es, wenn es hochkommt, ein paar Hundert, die an einem Sonntag beschäftigt werden, und nicht 240.000. Aber es sind gleichzeitig mehrere Hunderttausend, die bei Ihnen rügefrei beschäftigt werden, in der Pflege, im Krankenhaus, im Taxi, im Zug, in der Polizei, in der Feuerwehr und überall. Und Sie können die Lebenswirklichkeit nicht unterscheiden, und Sie müssen an dieser Stelle verstehen, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch die Verkäuferinnen und Verkäufer das, was wir ihnen ermöglichen, auch wollen. Und das ist die Wahrheit, und es ist nicht die Vorstellung einer wie auch immer gearteten, ich sage es mal so, Nichtwahrnehmung, die bei Ihnen hier festzustellen ist. In diesem Sinne, der Gesetzentwurf der Koalition ist gut. Er ist gut für Hessen, und er ist gut für die Städte und Gemeinden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Müller. Als nächstes hat sich der Abg. Lenders von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet für die Restredezeit von 1,59. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Hoffmann, Herr Müller, für jemanden, der seit über 25 Jahren mehrere Einzelhandelsgeschäfte betreibt, Verantwortung trägt für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 10 Jahre lang verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt, in seiner Heimatstadt, verantwortet hat, im Ehrenamt verantwortet hat, mit vielen seinen Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, also Ihre beiden Reden sind da wirklich Spott und Hohn. Spott und Hohn. Sie verkennen die Situation in dem innerstädtischen Einzelhandel. Und dass es gerade die Menschen sind, die sich in den City-Marketing-Vereinen, in den Stadt-Marketing-Vereinen, in diesem Bürgerengagement, Herr Müller, was Sie ja hier gerade beschrieben haben, dass sie ihre Interessen mit Füßen getreten werden, weil ihre Landesregierung nicht in der Lage ist, klare Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ob ein verkaufsoffener Sonntag durchgeführt werden kann, ja oder nein. Das sind Menschen, die tragen das wirtschaftliche Risiko und bleiben am Ende auch noch auf dem Geld sitzen, meine Damen und Herren. Über nichts anderes unterhalten wir uns. Und damit gefährden Sie Arbeitsplätze. Sie gefährden den innerstädtischen Einzelhandel. Aber damit Sie auch noch Gelegenheit haben, über den Unsinn noch einmal nachzudenken, den Sie hier gerade vom Stapel gelassen haben, beantrage ich für beide Gesetze die dritte Lesung. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abg. Lichert zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. In der Tat, hier muss man einfach noch einmal ran, denn das, was Herr Müller Sie abgeliefert haben, so eloquent es war, so falsch war es doch inhaltlich. Denn wir sind uns ja interessanterweise in einigen Punkten auch durchaus einig, zum Beispiel bei der Zielsetzung, dass wir mehr Rechtssicherheit brauchen. Und ja, das wird sich, selbst Sie werden das nicht vermeiden können, auch manchmal mit uns einig zu sein. Der entscheidende Punkt ist doch, der Stress, der entsteht, wenn verkaufsoffene Sonntage kurzfristig wieder kassiert werden müssen, für wen ist der denn besonders schmerzhaft? Es sind natürlich genau die kleinen Einzelhändler mit wenigen Mitarbeitern, die die geringsten Chancen haben, das innerhalb der Belegschaft auszubalancieren. Wo organisieren sich denn diese kleinen Einzelhändler, um ihre Interessen zu artikulieren? Es sind die entscheidenden Verbände. Wo organisieren sich denn die Kommunen, um ihre Interessen zu artikulieren? Es sind die einschlägigen Verbände. Und was sagen diese einschlägigen Verbände in dieser Frage? Ich habe es mir gerade noch einmal aufgeschrieben. Der Hessische Städtetag, der Hessische Städte- und Gemeindebund, die IHK, der Handelsverband Hessen, da sind sie, die kleinen Einzelhändler, der Hessische Handwerkstag, der Verband Hessischer Unternehmer. Alle diejenigen haben sich doch eindeutig positioniert. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und erzählen, wir wissen viel besser, was diesen Leuten gut tut. Und das ist doch genau das, was den Leuten zum Halse heraushängt. Das schürt Politik auch mal. Und wir wollen eben nicht, dass die Politikverdrossenheit weiter wächst. Wir sagen, nehmt die Bürger ernst, nehmt die Unternehmer ernst und handelt danach. Schluss mit Alibi-Veranstaltungen.
Sie kennen die Geschäftsmodelle der AfD mit Sicherheit besonders gut. Aber ich sage mal, was Sie uns alles vorwerfen wollen, fassen Sie sich doch einfach mal selbst an die Nase. Nehmen Sie die klare Artikulation des Bürger- und Unternehmenswillens ernst. Handeln Sie danach. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat Staatsminister Klose das Wort. Bitte schön. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich eigentlich gefreut, dass wir das neue Hessische Ladenöffnungsgesetz jetzt heute in zweiter Lesung beraten und dann auch im Laufe dieser Woche beschließen, weil ich die intensive Diskussion der vergangenen Monate durchaus aufschlussreich fand, sei es mit den Kommunen, mit den Verbänden, mit den Gewerkschaften und Kirchen, aber auch mit den Landtagsfraktionen in den beiden befassten Ausschüssen und anlässlich der, wie ich fand, durchaus munteren Anhörung, die wir dazu hatten. Ich finde es interessant, dass es insbesondere zwei Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag sind, die besonders kraftvoll aufgetreten sind, die bei dieser Anhörung gar nicht da waren. Insofern diese Ergebnisse irgendwie durch Hörensagen offensichtlich wiedergegeben haben, die Gelegenheit gar nicht wahrgenommen haben, sich bei den Verbänden zu informieren und sie zu befragen, die Experten, die geladen waren. Wie auch immer, es gab einige Anregungen, manche auch wirklich bemerkenswert, bedenkenswert, aber vor allem gab es viel Anerkennung für diesen Gesetzentwurf. Ich will den Würzburger Staats- und Verwaltungsrechtler Prof. Dr. Schwarz anführen, der dem Regierungswurf bescheinigt, er setze den Sonn- und Feiertagsschutz sachgerecht auf einfach gesetzlicher Ebene um. Wir haben die Argumente ja intensiv und detailliert ausgetauscht, übrigens auch schon im Vorfeld. Herr Lichert, das will ich schon noch einmal sagen. Das machen wir natürlich immer so. Wir ignorieren überhaupt keine Eingabe irgendeines Verbandes, die während einer Evaluation zu uns kommt. Aber das heißt doch nicht, dass man alle berücksichtigt. Das ginge ja auch überhaupt nicht, weil sie sich häufig widersprechen. Und natürlich müssen wir auf Plausibilität prüfen. Natürlich prüfen wir nach der Vereinbarkeit mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, mit dem, was in der Verfassung steht. Und am Ende wird so daraus ein Gesetzentwurf. Ein Gesetzentwurf ist doch nicht die Summe dessen, was in der Evaluation an Eingaben kommt. Ich glaube, da haben Sie eine völlig falsche Vorstellung. Und es ist ja auch gut so, dass das so läuft, denn das Thema Ladenöffnung betrifft viele. Und viele wollen mitreden. Unternehmen, Beschäftigte, Handel, Wirtschaft, Kirchen und Gewerkschaften, Familien und natürlich auch die Kommunen. Wir haben uns sehr intensiv mit den vielen Anregungen und Wünschen auseinandergesetzt. Ich glaube, was von Anfang an allen klar war, ist doch, dass kein neues Ladenöffnungsgesetz allen Wünschen hat gerecht werden können. Keines kann es. Was wir aber leisten können, und das ist doch dann unsere Aufgabe, und das haben wir auch mit diesem Gesetz getan, das ist, einen angemessenen Ausgleich zwischen liberalen Ladenöffnungszeiten auf der einen und dem in der Verfassung garantierten Sonntagsschutz auf der anderen Seite zu schaffen. Ja, und dieser Schutz der Sonntagsruhe genießt Verfassungsrang. Und natürlich müssen wir das mit berücksichtigen in unserer Gesetzgebung. Wir können doch nicht einfach ein Gesetz machen, wo wir sehenden Auges wissen, dass das verfassungswidrig ist. Das wissen wir aus verschiedenen Bundesländern. Es sind verschiedene Urteile ja auch schon angeführt worden. Ich will mich da nicht wiederholen. Der Sonntagsschutz ist auch kein Selbstzweck, sondern es ist gut und es ist richtig, dass es an einem Tag in der Woche auch die Beschäftigten im Handel Zeit für Familie, für Freundinnen und Freunde, für Ruhe und Erholung vom geschäftigen Alltag haben. Und deshalb gibt es ja diese hohen Hürden. Deshalb ist jede Ausnahme, deshalb ist jeder verkaufsoffene Sonntag mit hohen Hürden versehen. Mit unserem neuen Gesetz sind den Kommunen auch weiterhin 4 verkaufsoffene Sonn- und Feiertage im Jahr nicht nur möglich, sondern sie bekommen auch mehr Planungssicherheit für diese 4 Tage.
Und schon jetzt allein, von der ersten Lesung, die wir Anfang September hier hatten, bis heute, haben ja auch in Hessen eine ganze Reihe verkaufsoffener Sonntage problemlos stattgefunden. Beispielsweise in Wiesbaden, Kassel, Kronberg, Bad Homburg, Schwalbach, Gelnhausen, Groß-Gerau, Marburg, Korbach, Gießen, Bad Nauheim, Dillenburg und Wetzlar. Viele Kommunen nutzen also die Möglichkeiten des bestehenden Ladenöffnungsgesetzes für die Ausrichtung verkaufsoffener Sonntage schon längst regelmäßig und erfolgreich. Und in Zukunft mit dem neuen Gesetz wird es noch besser gelingen, weil die Neuregelung für mehr Klarheit und für mehr Planungssicherheit sorgt. Und ich bin den Regierungsfraktionen ausdrücklich dankbar, dass sie die in der öffentlichen Anhörung vorgetragene Kritik an der Formulierung des neuen § 6 zum Anlass genommen haben, die Regelung zu den Voraussetzungen für Sonn- und Feiertagsöffnungen noch einmal geringfügig zu verändern. Mit Ihrem Änderungsantrag haben wir dem Wunsch der Kommunen nach noch mehr Planungssicherheit durch eine noch klarere Formulierung Rechnung getragen. Meine Damen und Herren, wir machen hier niemandem etwas vor. Deshalb werden wir den Kommunen, wie ich es auch bei der ersten Lesung zugesagt habe, durch eine Handlungsanleitung helfen, auf die sie für das Genehmigungsverfahren der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage dann auch zurückgreifen können und die einzelnen Schritte zu einem planungssicheren verkaufsoffenen Sonntag noch einmal detailliert beschreibt. Es ist dann allerdings auch Sache der Kommunen, sowohl diese Handlungsanleitung als auch die bisherige und künftige Rechtsprechung tatsächlich anzuwenden. Und selbstverständlich stehen wir den Kommunen bei Fragen und Anregungen dazu auch weiterhin zur Verfügung. Wir sorgen also für deutlich mehr Planungssicherheit. Und dennoch ist allen Beteiligten klar, Herr Müller hat es gerade auch gesagt, und es wurde auch in der öffentlichen Anhörung noch einmal deutlich, natürlich kann es auch künftig zu Rechtsstreitigkeiten über verkaufsoffene Sonntage in hessischen Kommunen kommen. Ja, selbstverständlich. Weder das Hessische Ladenöffnungsgesetz noch irgendein anderes Gesetz kann Rechtsstreitigkeiten in der Praxis ausschließen. Und es ist ja auch gut so in einem Rechtsstaat. Ich bin aber fest überzeugt davon, dass wir alles getan haben, um mehr Planungssicherheit und mehr rechtliche Klarheit zu schaffen. Weil man so ein bisschen falschen Eindruck kriegen könnte, ich will noch einmal klarstellen, dass das Hessische Ladenöffnungsgesetz doch nicht nur aus den Regelungen der verkaufsoffenen Sonntage besteht. Das könnte man angesichts der Diskussion der letzten Monate ja denken. Hessen hat im Kontext der Länder schon jetzt äußerst liberale Öffnungszeitenregelungen, und an denen wollen wir auch festhalten. Es ist hier in Hessen mit wenigen Ausnahmen möglich, das ganze Jahr über an 6 Tagen in der Woche von 0 bis 24 Uhr Ladengeschäfte aller Art zu öffnen, ohne Sondergenehmigung, ohne besonderen Grund. Und auch deshalb, vielleicht gerade auch deshalb, kommt der Sonntagsruhe dann auch eine besondere Bedeutung zu. Es ist auch klar, dass die Qualität eines Gesetzes auch davon abhängt, dass seine Vorschriften in der Praxis dann auch eingehalten werden. Das ist zu Recht auch schon von Ihnen angesprochen worden, Kollege Decker. Und ich glaube, dass die jetzt im Gesetz geregelte Überwachung und Fachaufsicht dazu beitragen wird, auch eine effektivere Kontrolle der Ladenöffnung zu gewährleisten. Und ich will ganz zum Schluss doch noch einmal mit einem positiven Beispiel auf das Thema verkaufsoffene Sonntage zurückkommen. Ein Beispiel, was mir besonders aufgefallen ist. Die Stadt Bad Homburg hat aus Anlass ihres Erntedankmarkts am 13. Oktober auf ihrer Website damit geworben, dass zum Programm des Sonntags am Vormittag ein ökumenischer Gottesdienst und ab 13 Uhr die Möglichkeit zum Einkaufen gehören. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man an einem Sonntag alle Beteiligten mit ihren unterschiedlichen Interessen und Wünschen zusammenbringen kann, ganz unabhängig vom Rechtsrahmen. Sind mehr Kooperation und Rücksichtnahme auch bei den verkaufsoffenen Sonntagen für alle Beteiligten von Nutzen. Und weil wir uns gerade alle in der Phase befinden, in der wir ja auch dann Weihnachtsgeschenke kaufen, als wohlmeinender Tipp für alle, die den lokalen Einzelhandel stärken wollen, ist eigentlich ganz einfach: Kaufen Sie da, wo Sie Menschen treffen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dritte Lesung ist beantragt. Damit überweisen wir die beiden Gesetzentwürfe mit den beiden Änderungsanträgen zurück an den SIA zur Vorbereitung der dritten Lesung.